Ja, hallo liebe Leute, heute mal ein etwas anderes Video und zwar geht es um das Auswandern nach Schweden. Ja, da gibt es sehr viel zu sagen zu dem Thema. Nach knapp 2 Jahren in Schweden haben wir doch viel mitgemacht und hätten uns gewünscht, ein paar mehr Tipps und Hinweise zu haben vorher. Man kann einfach nicht alles wissen, aber ich finde, dass einige Sachen eben so nicht zu finden sind im Internet und auch nicht in Büchern. Und ja, wir haben einige Bücher vorher gelesen übers Auswandern nach Schweden und ja, haben trotzdem noch viele Sachen erlebt, die wir hätten besser machen können und wo wir einfach mehr hätten wissen können. Und ich denke auch, um das ganze Auswandern im Vorweg zu planen, sind ja möglichst viele Informationen und Hinweise wirklich Gold wert. Also in unserem Fall hätten wir uns gewünscht, dass wir vielleicht ja, ein wenig mehr Informationen gehabt hätten. Weil viele Dinge, ja, kann ich nur aus meiner Erfahrung widerspiegeln, so wie wir sie erlebt haben. Einige Dinge sind unheimlich viel besser als in Deutschland, einige Dinge sind wirklich nicht so gut wie in Deutschland, wie ich finde. Ich habe schon mal ein kleines Video gemacht, Leben und Arbeiten in Schweden, das verlinke ich euch mal. Aber zu dem Thema kann man eben sehr viel sagen. Ich habe da ein Video gemacht, ja, das wurde insgesamt über eine halbe Stunde lang nach dem Schneiden. Dann habe ich aber längst irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht alles gesagt. Nee, ich hatte auch wirklich noch nicht alles gesagt. Und dann habe ich noch ein Video gemacht. Das wurde auch noch mal eine halbe Stunde. So ging das immer weiter. So sind mittlerweile 7 Videos entstanden über Auswandern nach Schweden mit über 3,5 Stunden Länge. Und ich denke mal, da habe ich so gut wie alles gesagt. Ein paar Punkte habe ich da vielleicht nicht erwähnt. Die habe ich mir jetzt im Nachhinein noch mal aufgeschrieben. Wollte ich euch jetzt im Vorwege schon mal sagen. Was zum Beispiel den Alkoholkonsum in Schweden angeht. Also Alkohol ist in Schweden ab 18 Jahre, also gerade vielleicht für die jüngeren Zuschauer, die mal Bier trinken wollen, interessant. Im Supermarkt gibt es das LED-Öl, das ist das Leichtöl, das hat 3,5% maximal oder 2,8%. Da gibt es eben die zwei verschiedenen, das 2,8%ige ist nochmal wesentlich günstiger. Also es ist eher fruchtiges Wasser, wenn man so will, da kann man auch ruhig mal vielleicht ein Bier mehr trinken. Aber bitte nicht Auto fahren, weil die, die Promillegrenze in Schweden ist 0,2%, also praktisch gar nichts. Also man sollte maximal 0,3 Lettbier mit 2,8%, also da ist auch die Grenze erreicht, denn alles, was darüber hinausgeht, sind die Strafen sehr hoch, sehr empfindlich. Das ist wirklich auch so eine Sache, die in Schweden anders ist, gerade mit den Strafen, mit dem ja, was Auto zu schnell fahren, mit Alkohol fahren und so weiter. Da mag jeder unterschiedliche Ansichten haben und ja, das ist jedenfalls ein krasser Unterschied zu Deutschland jetzt. Wenn man hier zu schnell fährt, dann ist man leicht mal über 200 Euro los. Und ja, eben all so eine Dinge, die man gerne wissen sollte, bevor man auf jeden Fall auswandert. Auch für einen Urlaub sicherlich interessant zu wissen, viele Dinge davon. Also Alkohol ist in Schweden ab 18 Jahre. Ab 18 Jahren, zumindest in Restaurants und Bars und im Systembolaget. Das ist nämlich der Laden, wo man eigentlich Alkohol kaufen kann. Zumindest alles, was mehr als 3,5% hat, also sprich LED-Öl. Alles, was normal, ja, normales Bier mit um die 5% Alkoholgehalt oder Wein oder Schnaps und so weiter, kann man im Systembolaget kaufen ab 20 Jahre. Also ab 20 Jahren kann man da kaufen. Schweden hat wohl ziemliche Probleme mit Alkoholkrankheiten gehabt oder alkoholkranken Menschen. Ich weiß nicht genau, wie sie nun da drauf gekommen sind, die Grenze so hoch zu setzen. Ich erinnere, da Amerika mit 21 Jahren ist die Grenze ja auch sehr hoch gesetzt, wobei dann das Autofahren wieder ab 16 Jahre ist. Ja, in Deutschland hat da irgendwie einen Mittelweg gefunden. Ja, auch noch eine Sache, die hier anders ist. Also alles, was nicht schneller als 30 km/h fährt, ja, könnt ihr euch bauen, was ihr wollt, könnt ihr hier fahren. Hinten muss ein Warndreieck dran, aber das ist alles. Ihr braucht eigentlich sonst nichts, müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Da gibt es denn die Sache, hier werden sich so eine Art Autos gebastelt, A-Traktor nennt man das Ganze. Ja, kann man eigentlich nehmen, was man will. Hauptsache, es kann nicht schneller als 30 fahren, was natürlich auch in den wenigsten Fällen wirklich der Wahrheit entspricht, wenn da gibt es dann den berühmten Knopf und dann fährt das Auto oder Vehikel auf einmal ein bisschen schneller.
Sollte ihr wissen, vielleicht interessant eben auch, wenn man hier einen Trecker fahren will, da bis 30 km/h braucht man keinen TÜV oder irgendwie, hier heißt das besiegter. Autos werden hier übrigens einmal im Jahr, müssen sie zum TÜV. Ich finde es nicht so schön, wenn vor allen Dingen wegen Kleinigkeiten dann immer gleich zur Werkstatt und so weiter. Ich denke mal, alle 2 Jahre würde da auch locker reichen. Dabei kostet es aber nicht ganz so viel wie in Deutschland. Also letzten Endes, von den Kosten her kommt es eigentlich auf selbe drauf raus, nur dass eben einmal im Jahr gemacht werden muss. Genauso bei den Autos ist, wenn man hier ein Auto kauft, dann kauft man das Kennzeichen gleich mit. Also das bleibt immer fest am Auto installiert. Das macht den Autokauf sehr viel einfacher. Man fährt also irgendwo hin, ein Auto, was einem gefällt, kauft das, wenn es einem gefällt, und kann eigentlich gleich vom Hof fahren. Man braucht nicht zu irgendwelchen Zulassungsbehörden. Also da würde ich gut finden, wenn das in Deutschland auch so gehen würde. Das wird das Leben wesentlich einfacher machen, weil dieses ständige Schildergedrucke, also was soll das? Dann lass doch das Schild da am Auto. Wenn man ein individuelles Schild will, kann man das hier auch machen, haben aber die wenigsten. Es ist einfach nur eine Preisfrage. Also wer also Rocker da stehen haben will an seinem Auto oder irgendwie Selbstversorger, ja, der kann er das gerne machen. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar die kleinen nervigen Viecher, Mücken, Knott genannt hier. Das sind die ganz kleinen Kriebelmücken, die sind hier recht viel, allerdings nicht mehr als in Deutschland. Also ich kann sagen, weder die gewöhnliche Stechmücke, noch diese kleinen Kriebelmücken, noch irgendwelche anderen Insekten. Also es gibt zwar mehr Insekten, würde ich mal sagen, aber mehr Vielfalt hauptsächlich. Dass man hier mehr von Mücken gestochen wird, kann ich so nicht sagen. Das kommt natürlich immer darauf an, wo man auch herkommt aus Deutschland. Hier ist es auch, wenn man hier in eine größere Stadt geht, haben wir ja auch nicht so viele Mücken wie in Deutschland in einer größeren Stadt. Also es ist irgendwie alles dasselbe. Ich weiß nicht, wie es ganz oben im Norden ist in Schweden. Mag sein, dass es da extremer ist. Jedenfalls für unseren Bereich hier kann ich sagen, ist es dasselbe wie in Deutschland. Konnte ich keinen Unterschied feststellen. Die Plagegeister sind leider da. Ja, dann kommen wir zum Thema Banküberweisung. Also die Schweden haben ein ganz anderes System. Die haben praktisch nicht die IBAN und BIC, doch die haben auch IBAN und BIC, wird hier aber innerhalb des Landes überhaupt nicht verwendet. Hier gibt es eben eine Konto- und eine Clearing-Nummer. Clearing-Nummer ist praktisch die Bankleitzahl. Kontonummer ist wie bei uns auch die Kontonummer oder wie wir sie mal hatten. Mittlerweile haben wir eigentlich nur noch die IBAN-Nummer, die schöne Nummer mit den vielen Nullen. Ja gut, letzten Endes ist das gar nicht so schwierig zu merken. Wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man sich das auch merken. Aber ich weiß nicht, was die ganzen Nullen da sollen. Da kann sich ja jeder selber eine Meinung, hat jeder sicherlich selber eine Meinung drüber. Dann kommen wir zum Thema komische Gesetze. Ja, in Schweden gibt es einige merkwürdige Gesetze, wie in Deutschland auch. Dazu gehört zum Beispiel, ja, dass man auf keinen Fall zu laut sein sollte zu seinen Kindern, also mit rumschreien, anschreien und so weiter. Öffentlich ist ein absolutes No-Go. Wenn das Kind wirklich in Gefahr ist, wenn man denn laut wird, dass das in Ordnung ist. Wir haben die Situation Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber ja, sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, auch mit mein Kind doll anfassen oder an der Jacke ziehen oder so, das könnte dann gleich als Gewalt ausgelegt werden, wobei ich natürlich ganz klar sagen müssen, dass wir tun unseren Kindern auf keinen Fall Gewalt an und wir möchten auch nicht, dass das irgendjemand anders tut. Nur wissen wir auch aus Erfahrung, dass einigen auch bekannten Leuten, mir bekannten Leuten schon mal die Hand ausgerutscht ist. Also in Schweden könnte das dazu führen, dass das Jugendamt kommt und das Kind mitnimmt. Ist nicht, muss nicht so sein, aber es kann wesentlich schneller dazu führen. Also solltet ihr vielleicht auch wissen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, nach Schweden auszuwandern und etwas grob zu euren Kindern seid. Aber vielleicht solltet ihr das dann erstmal abstellen und dann nochmal weiter überlegen. Ja, zu den Autos wollte ich halt noch sagen, hier wird in Miel abgerechnet. Also das sind praktisch 10 Kilometer ist ein Miel. Warum das so ist, ich weiß nicht, woher das resultiert. Die Schweden hatten auch mal Linksverkehr, das ist auch noch nicht so lange her. Es ist jedenfalls so, dass die Milzahl, also sozusagen die Kilometerzahl, da müsst ihr eine Null zurechnen. Wenn ihr also beim Gebrauchthändler ein Auto entdeckt, was
20.000 Kilometer hat und recht wenig kosten soll. So ging es mir zuerst. Ich war völlig fasziniert, stand beim Autohändler und denke, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ein Autoparadies hier in Schweden. Die haben alle so wenig Kilometer gefahren und das in diesem großen Land Schweden hier, wo die Highways sozusagen so lang sind, das kann doch gar nicht angehen. Bis ich dann dahinter gekommen bin, okay, das sind Mil, das war ganz am Anfang, als wir ausgewandert sind. Das hat mir niemand gesagt, ich habe es auch nirgendwo gelesen, nie gehört. Ja, und wurde dann aus meinem schönen Traum leider erweckt und musste feststellen, dass die Preise für Autos gar nicht so schön sind hier in Schweden oder gar nicht so günstig und die Autos auch oftmals mehr Kilometer runter haben als in Deutschland. Ja, komisches Gesetz ist eben auch, dass hier zum Beispiel in Schweden jetzt neu erlassen wurde, dass man im Grunde, wenn man intim werden möchte mit seinem Partner, mit seiner Frau, mit seiner Geliebten, mit wem auch immer, man vorher einen Vertrag machen muss. Ja, ihr habt richtig gehört. Es sollte vorher schriftlich festgehalten werden. Das ist ein Weg, oder ich vermute ein Weg, wie die schwedische, sehr liberale Regierung versucht, an Probleme durch eventuell Zunahme von Vergewaltigung oder sexueller Übergriffe Herr zu werden. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Ich werde mich auch weigern, einen Vertrag zu machen. Ja, dann gibt es noch mehr interessante Gesetze. Ich will dir jetzt auch nicht alle erzählen. Das wird auch wieder mal, ihr merkt selber, den Rahmen des Videos sprengen. Ich habe da wirklich viel zu erzählen zu dem Thema und deswegen habe ich jetzt von YouTube gerade die Mitteilung bekommen, dass die Mitgliedschaft für unseren Kanal verfügbar ist. Und habe mir gedacht, okay, dann können wir das vielleicht so machen, dass wir diese ganz langen, sehr ausführlichen Videos, die wir auch schon im Vorwege jetzt produziert haben, da hochladen in dem Bereich. Und jeden, den das wirklich interessiert, der kann das da gucken. Und ja, gerade für Leute, die nach Schweden auswandern wollen, ich werde auch ab und zu dann mal, wenn da was Neues kommt, darauf hinweisen. Wir werden sonst den Kanal ganz normal weiterführen, wie wir es sonst auch gemacht haben, mit Videos versorgen. Da wird sich absolut nichts ändern, nur dass wir eben zusätzlich noch mehr da einbringen werden, also mehr in die Thematik eingehen bei bestimmten Sachen und ja, dementsprechend auch darauf hinweisen, dass das im Mitgliederbereich verfügbar ist. YouTube bietet da noch eine Menge mehr an Features, die man halt dann sowieso bekommt, wenn man Mitglied ist bei dem Kanal. Da haben wir keinen Einfluss drauf, die sind einfach da. Also ja, das könnt ihr euch dann genau bei YouTube durchlesen, was man da für Vorteile hat. Wir werden auf jeden Fall 2 Videos im Monat dort einstellen, exklusiv für Mitglieder. Werden wir euch ab und zu mal auf dem Laufenden halten, was es da für neue Themen im Mitgliederbereich gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.